Ja, viele spüren den Vollmond. Am 2. September, am Morgen um 20 ab 7 Uhr, war er exakt. Er steht im Zeichen Fisch, neben ihm der Neptun. Was heisst das, Vollmond? Vollmond bedeutet, der Mond befindet sich vis-à-vis von der Sonne. Dazwischen ist die Erde. Also können wir uns entweder einem Mond zuwenden oder wir können uns einer Sonne zuwenden. Das heisst, wir sind hin und her gerissen. Und viele spüren diese Zerrissenheit. Sie können schlecht schlafen, haben Stimmungswandlungen. Das ist nicht verwunderlich. Der Mond bewegt Ebbe und Flut. Der Mond bewegt die feste Erdkruste um 20 cm. Warum sollte der Mond, wenn er Ebbe, die gewaltige Kraft von Ebbe und Flut in den Ozean kann bewegen, warum sollte er nicht auch uns Menschen können bewegen, wo wir doch zu 80% aus Wasser bestehen? Natürlich spüren wir das. Aber wir spüren nicht nur Mondenergie, wir spüren auch alle anderen kosmischen Energien. Ob bewusst oder nicht bewusst, mehrheitlich nicht bewusst. Wir haben beispielsweise aus dem kosmischen Zentrum eine Energie, die von der Zentralsonne, von der Plejaden, auf unsere Sonne, durch unsere Sonne, in unser Sonnensystem einströmt. Das ist das, was Mayas mit dem Tolkien beschreiben. Das ist das, wo sie sagen, wir befinden uns jetzt seit dem 27. Juli im Mond vom blauen Sturm. Maya-Zeitrechnung rechnet mit 13 Monaten an 28 Tagen. Und das gibt 264 Tage. Und ein Tag, der 26. Juli, ist der Tag außerhalb der Zeit. Nach dem Maya-Kalender sind wir jetzt im 2. Monat vom Jahr. Und der Maya-Kalender wäre ein absolut, der 13-Monde-Kalender wäre ein absolut harmonischer Kalender. Und es gibt viele Leute, die das Gefühl haben, wenn wir uns wieder würden synchronisieren mit dem harmonischen Kalender, wird auch unsere ganze Gesellschaft harmonischer. Es gibt übrigens weltweit ganz viele Leute, die nach dem 13-Monde-Kalender leben. Und es gibt auch Agenda- und Wandkalender nach dem 13-Monde-Kalender. Und nachdem befinden wir uns jetzt im Jahr vom blauen Sturm. Und den blauen Sturm habe ich schon im letzten Video beschrieben. Es ist eine Transformation. Wir sind im 2. Monat von diesem neuen Jahr. Und das dauert noch bis ungefähr Ende September. Und dann gibt es noch so Wellen, das sind so Wellen von 13 Tagen. Und das ist das, was ich das letzte Mal als gelben Samen beschrieben habe. Und jetzt ändert das. Jetzt sind wir ab dem 1. September oder am 2. auch, befinden wir uns in der Welle von roten Erden. Rote Erde, das ist, symbolisiert die Erdkraft. Es symbolisiert uns die Gewissheit von der Synchronisation. Es symbolisiert die Gewissheit, dass die Erde ein Lebewesen ist, dass es ein ganzes System ist und dass wir nicht nur auf der Erde leben, sondern durch die Erde, durch ihr ganzes System. Und die Welle vom roten Mond fordert uns auf, uns wieder mit der Erdkraft, mit der Erde zu synchronisieren, zu verbinden. Und wenn wir das machen, dann können kosmische Synchronisationen entstehen. Das heisst, Synchronisation ist immer etwas, was uns zufällt, genau im richtigen Moment passend. Das nennt man
eine Synchronisation. Und diese Synchronisation, die kann sich helfen, wenn wir uns mit der Erde verbinden und mit der Erdkraft zusammenleben, in ihrem Rhythmus, in ihrer Energie. Denn wir sind aus der Erdenergie geschaffen. Die 13-Tage-Welle, die baut sich auf während 7 Tagen, nimmt sie immer wie mehr zu, wird immer wie stärker und dann nimmt sie wieder ab. Und die Energie, die Symbolik, die passt auch zur Sonne. Zu unserer Sonne, die im Moment sich in der Jungfrau befindet. Die Jungfrau ist das Zeichen für Ernte, für Fülle, aber auch für Reinigung. Und in der Jungfrau ist gleichzeitig im Moment der Merkur. Und das ist unsere Kommunikation, die Symbolik von Kommunikation. Und es ist ein Ich-Punkt. Das heisst, es geht darum, dass wir unsere Kommunikation reinigen. Dass wir uns bewusst sein werden, was wir anrichten mit Wörtern, welche Kraft das Wörter haben. Dass wir uns auch aber bewusst werden, was passiert, wenn wir Lügen in die Welt setzen. Wenn wir falsche Behauptungen und falsche Berichterstattungen verbreiten, wie das im Moment leider allzu oft passiert. Der Merkur ist nicht nur der Planet der Kommunikation, es ist auch der Götterbote. Er erinnert uns daran, dass wenn wir uns mit den Göttern verbinden, das heisst, wenn wir uns mit unserem spirituellen Bewusstsein verbinden, dass dann Kommunikation kann gepaart werden mit dem Gefühl, beispielsweise mit dem Gefühl von Liebe. Und dann hat sie ganz eine andere Qualität, als wenn sie einfach nur aus unserem mentalen Bewusstsein kommt, was sich auf Daten und Fakten basiert und in der Dualität ist und immer ein Auf und Ab ist. Wenn wir uns verbinden mit der göttlichen Kraft, und die göttliche Kraft ist für mich auch die kosmische Kraft. Die kosmische Kraft vor Zeit, wo unser System unablässig einströmt. Und wo durch das Wissen von den alten Völkern, von den Ahnen, von den Wissenden, uns auch immer aufgezeigt hat, hey, die Energie, die ist immer prägt von einem Thema. Die beinhaltet das Thema, die bringt eine Qualität mit sich. Eine Zeitqualität. Und das ist im Moment Zeitqualität vom blauen Sturm, vor Transformation. Aber auch die Zeitqualität jetzt von der Welle, von der roten Erde, vor Aufforderung, sich mit der Erde zu verbinden. Gleichzeitig aber auch die Zeitqualität von der Sonne in der Jungfrau, wo uns zeigt, hey, die Erde schenkt uns so viel. Wir bekommen eine Ernte, wir bekommen eine Fülle. Natürlich braucht es auch Menschen, die das säen und die dran arbeiten. Aber die Natur selber schenkt uns so viel. Schaut die wunderbaren Blumen an. Schaut die wunderbaren wildlebenden Tiere an. Schaut die wunderschönen Landschaften an. Wir hätten so viel, wo wir auftanken könnten, wo wir wieder Freude in unserem Herz säen. Der Mond, der Vollmond, jetzt der aktuelle Vollmond, ist ein Fische-Vollmond. Er befindet sich im Zeichen Fisch. Und genau neben dem Mond, astrologisch gesehen, von Erden ausgerichtet, steht der Neptun bei diesem Vollmond. Und der Neptun ist der Planet der Fisch. Der Neptun ist der Planet der Transzendenz. Die Fische symbolisieren Transzendenz. Denn das Jenseits, die Welt jenseits von Materie, die Energie. Der Neptun symbolisiert die Transzendenz, aber er hat auch zwei Seiten. Der Neptun, wie der Merkur auch, ist Kommunikation und der Götterbote. Der Neptun ist der Planet der Transzendenz, der Meditation, vor Medialität, vor Verbindung mit der anderen Welt.
Aber es ist auch der Planet, der uns zeigt, wo die grösste Illusion ist. Immer dort, wo der Neptun in einem Horoskop steht, ist der Punkt der grössten Illusion. Und der Neptun, der kosmische Neptun, der befindet sich jetzt gerade am Du-Punkt in den Fisch. Und am Du-Punkt in den Fisch, das zeigt uns nicht nur, symbolisiert nicht nur Partnerschaft, oh, aber nicht nur. Es symbolisiert unseren Umgang mit dem Du. Es symbolisiert unseren Umgang mit der Umwelt, unsere Verbindung mit der Umwelt. Die Stellung vom Neptun, in diesem Punkt, kann unter Umständen dazu führen, dass manche Illusion, die wir in der Partnerschaft gepflegt haben, die wir in der Partnerschaft nicht wahrhaben wollten, dass die plötzlich aufbricht. Oder dass wir plötzlich bei Mitmenschen merken, hey, die habe ich ja, Person habe ich ja ganz anders eingeschätzt, weil die Illusion wie eine Seifenblase zerplatzt. Es kann aber auch heissen, dass unsere ganze Wahrnehmung von der Umwelt, unsere ganze Wahrnehmung von diesen Krisen, die uns jetzt im Moment präsentiert werden, dass da vielleicht auch ganz viel Illusion dahinter ist. Wer weiß? Es geht darum, dass wir es überprüfen. Es geht darum, dass wir schauen, ist es nur transzendent, ist es einfach Energie, die uns der Neptun zeigt, oder zeigt er uns auch ganz viel Illusion oder tut er sogar die Sachen vernebeln. Das ist die Energie von dem jetzigen Vollmond. Und je mehr wir in dieses Thema gehen, umso leichter fällt es uns, dieses Thema zugunsten von unserem Wohlergehen auf die richtige Art anzupacken, zu handeln und nicht einfach hin und her geworfen werden, indem wir einfach dem ausgesetzt sind, diesen Kräften. Wenn wir darauf vorbereitet sind, dann können wir ganz anders damit umgehen. Und vergessen nicht, die Angst, die im Moment so gross verbreitet ist in der Bevölkerung. Angst ist auch eine Illusion. Weil Angst ist einfach Abwesenheit von Liebe. Das heisst nicht, dass wir nicht sollen Furcht haben. Furcht ist etwas ganz anderes. Furcht schützt uns. Furcht leitet uns an, dass wir notwendige Massnahmen ergreifen, für uns zu schützen, für unser Leben zu schützen, für unsere Gesundheit zu schützen, für unser Wohlergehen zu schützen. In der Furcht, wenn wir in der Furcht sind, können wir denken. Denn so Furcht regt unser Denken an und gleichzeitig unser Handeln, sodass unser Handeln und unser Denken zielgerichtet ausgerichtet werden für den Schutz von unserem Leben. Angst. Angst lähmt uns. Angst lässt uns unsinnig handeln unter Umständen. Angst verhindert das Denken, denn wir können nicht in einer Emotion sein und gleichzeitig denken. Wir können nur in den Gefühl gleichzeitig denken und fühlen. Weil Gefühle sind im Herzzentrum. Und Gefühle können wir nicht lernen kontrollieren. Gefühle überfallen uns. Gefühle sind einfach da. Und dann können wir damit umgehen. Beispiel Liebe. Liebe können wir mit dem Kopf nicht kontrollieren. Herrufen. Und es fällt uns ganz schwer, wenn wir unsere falschen Menschen, wenn wir den falschen Menschen lieben, fällt es uns ganz schwer, diese Liebe zu kontrollieren oder zu verdrängen oder wegzudenken. Hingegen, Emotionen können wir lernen, kontrollieren, und zwar wir alle. Und es gibt genügend Seminare und Bücher und Anweisungen, wie man das machen kann. Man muss nur wollen. Und von dem her, die restlichen Planeten stehen so, wie sie schon im
Leumond geschildert habe. Leumond. Und es ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung, die Selbstverantwortung zu übernehmen, das Leben selber in die Hand zu nehmen. Und nicht einfach Spielball zu sein von Massensuggestionen oder von dem, was der Nachbar macht, sondern überlegen, ist das auch gut für mich? Und es nicht einfach nachmachen, weil es der Nachbar macht. Von dem her wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit und danke fürs Zuhören.